Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen hier bei Schrödinger TV. Hier ist wieder euer Peter Meyers mit Transport Fever. Ja, das Spiel erscheint heute und deswegen fangen wir auch komplett neu an. Ich habe da schon ein Video hochgeladen, da haben wir in den USA ein bisschen was angefangen, aber ich möchte da jetzt komplett neu anfangen, denn heute ist der Release-Tag und heute gehen wir auch ein bisschen tiefer rein. Und zwar freies Spiel. Wir starten 1850 in Europa, also wir schalten keine Mods oder sowas dazu, wie unendliche Jahre, bla bla bla. So, dann 1850, Schwierigkeit machen wir einfach, aber Map groß und 1:1, genau. Gut, und dann würde ich sagen, dann starten wir mal. Erklären, und zwar, ich habe ja hier die DVD-Box, da steht ja alles drin. Und nochmal herzlichen Dank für das Pressekit von Astrakon, Flughäfen und Häfen und machen historischen Missionen. Dynamisch simulierte Stadtentwicklung und Passagierbewegung, realistische Fahrzeugsimulation, Farbgebung und Alterung, Steam Workshop und umfassende Modding-Unterstützung. Ja, das ist das Coole, Modding-Unterstützung und Steam Workshop ist immer cool. Ja, ich bin auf alle Fälle gespannt. Jetzt laden die ganzen Grafiken, die ganzen... Ach, da sind wir doch schon fertig. Haha, 20 Minuten Videos, damit ihr da schon mal Bescheid wisst. So, jetzt schauen wir mal, wo sind wir hier? Also, das ist die Map. Ich habe, sind natürlich hügelig. Also, das heißt, wir haben ein paar Berge mit drin und so weiter, was ich persönlich sehr cool finde. So, würde ich mal sagen, schauen wir mal ein bisschen entlang, was wir wo haben. Weil am Anfang ist es immer ganz wichtig, oder meiner Meinung nach wichtig, dass man mit Passagiere anfängt. Und ich liebe halt Züge. Ja, ich mag Züge. Der Satz passt hier voll. Ich mag Züge. Und deswegen wäre es cool, wenn wir da zwei nahe Städte hätten, die man miteinander schon mal verbinden könnte, wo die Kosten am Anfang noch nicht allzu hoch sind. Aber jetzt machen wir erstmal auf Pause. Genau, so. Und dann kann man nämlich da mal gucken. Ah, da haben wir doch schon was. Bauen wir doch die zwei Städte zusammen. Die legen wir zusammen, genau. Die zwei Städte legen wir zusammen. Ja, das machen wir. So, das heißt, ich werde jetzt versuchen, die Frage ist, wollen wir einen Kopfbahn? Ja, komm, ich liebe Kopfbahnhöfe. Auch wenn jetzt vielleicht manche sagen, das macht hier keinen Sinn, aber das ist mir egal. Ich baue jetzt hier zwei Kopfbahnhöfe rein, in jeder Stadt einen. So. Dann würde ich mal sagen, fangen wir doch mal an. So, da erreichen wir aber noch nicht viel. Das ist nicht so gut. Und was ist, wenn wir es hier hin machen? Ah, hier erreichen wir schon mehr. Natürlich müssen wir schauen, dass wir es kostengünstig bauen. 290.000, das ist doch schon mal was. Gut, haben wir da jetzt eine Verbindung zur Straße? Hammer. Jo, schön. Gut, dann haben wir den hier. Und dann hauen wir den nächsten hier rein. Da würde ich sagen, den machen wir mal hier hin. Und dann schauen wir, dass wir eine schöne Linie hinbringen. Also ich mache jetzt erstmal mit drei. Ah, da reicht mir sogar fast die ganze Stadt. Ist das nicht nice? Aber sauteuer. Oh, 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 oh. Ja. Da müssen wir natürlich jetzt ausbalancieren. Da war was günstiger. Genau. So, gut. Dann passt das so. Straßenanbindung hat er. Gut. Also drei Gleise baue ich jetzt erstmal. Die müssen am Anfang jetzt erstmal reichen. Und wir können da dann schon ganz gut ausbauen. So, dann fangen wir mal an. Mit dem Schienennetzwerk. Also Schienennetz, genau. So. Machen wir mal kleine Abschnitte, damit wir nicht irgendwo zu tief oder irgendwas kommen. So. Und dann brauchen wir noch das Depot.
Komm, geh mal ein bisschen zurück. Was ist jetzt los? Alter, so. Ja, kommen eigentlich ganz gut weg. Also, nee. Wird nicht allzu teuer, so wie es aussieht. Ah, da haben wir jetzt einen Höhenunterschied. Mal schauen, ob wir den irgendwie andersweitig ausgleichen können. Ah. Ja, da wird er schon. Da wird er schon größer. Mal schauen, ob wir den gleich hier hinbringen. Ja, komm. Machen wir mit Brücke. Das sieht doch gerade mal so übel aus. Bazi, gibst du Ruhe? Hallo? Bazi, hallo? Kuckuck. Was guckst du? Bazi. So, dann haben wir den hier. Jetzt ist die Frage, wo bauen wir... Also wir lassen es jetzt erstmal bei einer Spur. Da haben wir nicht wissen, wie viel das da kommen. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt immer irgendwo schauen. Genau. So. Gut, dann können wir nämlich jetzt hier das Depot hinmachen. Und ich sage immer, optimieren kann man später immer noch. Wichtig ist ja erstmal, dass wir Kohle verdienen. So, cool. Dann haben wir das hier. Dann bauen wir die erste Linie. Und zwar von hier nach hier. Und dann benennen wir die Linie natürlich auch, weil sonst wissen wir nicht, wo die hinfährt, führt. So, Herbststein. To Jakobsdorf. Jakobsdorf. So. Und dann haben wir das hier. Das heißt, wir kaufen jetzt unseren ersten Zug. So, dann nehmen wir einmal den. Und wie viel hängen wir hin? Würde ich sagen, machen wir mal erstmal 5 Stück. 1, 2, 3, 4. 5. Haben wir jetzt 5? Mal gucken. Ne, einer fehlt noch. Dann hätten wir für 30 Passagiere. Ach komm. Machen wir mal, schauen wir, dass wir die 40 Passagiere voll kriegen. Genau. So, der erste Zug, den nennen wir Big Mama. Big Mama. Ich weiß ja, der erste Zug muss immer so heißen. Warum, weiß ich nicht. Ist bei mir so. So, und dann kann er eigentlich losfahren. Dann kriegt er jetzt die Linie. Und ab geht's. Wir schicken unseren ersten Zug los. So, den folgen wir natürlich jetzt erstmal. Und ich würde mal sagen, machen wir mal das hier an. Zurückzahlen, tun wir mal 500.000. Und dann gehen wir mal mit der Zeit ein bisschen hoch. So, und schauen uns den mal an. Komm, zeig mal ab. Also ich muss schon sagen, schauen schon cool aus, die Züge. So, der erste wird natürlich eine Leerfahrt. Schauen wir mal, die Strecke ist nicht allzu lang. Und die ist relativ eben. Ich hoffe, dass es hinhaut. Ja, er fährt mit 34. Gut, 40 könnte er. Er gibt immer noch Gas. Also es läuft gut. Gut, beim Rückweg könnte es ein bisschen happig werden. Aber... Oh ja, da sehe ich... Ah, nee, da ist die Brücke. Das schaut schon gut aus. Ja gut, zur Brücke hoch wird er ein bisschen brauchen. Aber das werden wir gleich sehen. So. Und da warten jetzt schon die ersten Passagiere. Interessant wird es dann später bei der Industrie, wenn wir die anfangen auszubauen. So, wie viel haben wir denn? Einen und nur einer. Oh mein Gott. Da haben wir auf alle Fälle auch Wasser, also einen Fluss. Jetzt bin ich gespannt, wer braucht auf dem Berg hoch. Naja, scheiße, wird schon ein bisschen... Eieiei. Weil es auch bloß bis er oben ist.
am Anfang macht es halt viel aus, weil die noch nicht allzu schnell fahren. Später, wenn man dann die großen Dinge hat, dann macht so eine Steigung eigentlich weniger aus. Die Hochgeschwindigkeitszüge. Aber solange nicht stehen bleibt. Wir könnten auch mit dem Tool arbeiten, mit dem, wo man dann das Ganze ein bisschen, ja, Terraforming machen kann. Auf alle Fälle, es kommen gut Passagiere, da sind schon drei Köpfe, da zwei, also passt. Wird bald Plus abwerfen, die Bahn hier. Ja, plus ist den Teilabschnitt, wo er so langsam ist. Also da müssen wir noch ein bisschen optimieren. Und als nächstes machen wir schauen wir in der Stadt, damit wir alle Außenbezirke noch daher bringen, also sprich mit Kutschen. Also ein Passagier bringt 4000, das ist schon mal gut. 34 haben wir jetzt drin. Also. Passt doch. So, Feuerwehr wirft die jetzt ab. So wie es aussieht, machen wir jetzt ab nächsten Jahr machen wir Plus mit der. Also da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir da noch ein bisschen höher kommen, dass der Aufstieg nicht allzu schwer wird. Aber ansonsten passt es. So, wie viel schmeißt ihr ab? 130.000, das waren wir nicht immer voll. Okay, Auto ja beginnt. So, dann passt es hier soweit. Dann würde ich jetzt sagen, gehen wir mal hoch zur Stadt. Weil jetzt müssen wir nämlich gucken, dass wir hier. Ja, dass wir hier die Außenbezirke von hier und hier noch hierher bringen zum Bahnhof. Das geht am besten mit Kutschen, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Genau, das machen wir beim nächsten Mal. Und dann bin ich ja gespannt, ob sich das gut entwickelt. Ah, der Zug braucht halt da wirklich zu lange. Da müssen wir noch gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Aber das wird noch. So, also gut, unsere erste Bahn läuft. Und wir sehen uns dann morgen, wenn wir hier in Herbstein die Straßenanbindungen zum Bahnhof bauen, also sprich, dass die Passagiere oder dass die Zugreisenden von den Außenbezirken auch an den Bahnhof kommen. So, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.